Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fez hier bei den Neonerds. Ich bin der Sven und wir gucken... Nein, wir gucken nicht in die Tür. Da kamen wir nämlich das letzte Mal her. Seht ihr, jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Einmal kurz weggeguckt und schon wieder alles vergessen. Zurück zu dem komischen Gebäude, wo die kleine Eule drauf sitzt, die uns die ganze Zeit ins Gesicht starrt. Egal, wie wir die Geschichte drehen. Achtung da. Hallo, hallo. Aber wir haben was viel Besseres gefunden als die blöde Eule da oben. Nämlich... was von einem Würfel. Und das war's auch mit diesem Örtchen hier. Somit glaube ich, dass wir diesen Ort vollständig abgegrast haben. Sicher bin ich mir zwar nicht. Und was es da oben mit der Eule auf sich hat, das weiß ich auch noch nicht so genau. Gucken wir mal eben. Oh. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch Wuppe. Wir gehen zurück. Und diesmal auch etwas weiter zurück als das letzte Mal, denn wir gucken jetzt an den Ort der Türen. Dachte ich zumindest bis jetzt gerade irgendwie. So, hier. Rubbel, 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 rubbel. Jetzt müssen wir wieder irgendwie da lang, glaube ich, war das. Genau, dann gehen wir wieder in der lustigen Hütten gehen wir, wo eigentlich nichts ist, aber dann kommt man doch aus dem Reich der Toten wieder ins Reich der Lebenden. Genau so war das. Und dann sind wir wieder hier gelandet. Und genau, dann wussten wir nicht, was das mit dem Pinökli auf sich hat. Na, was ist jetzt? Ich frage mich, was das ist. Ja, er fragt sich das immer noch. Und ich weiß es nicht. Nachdem wir das Reich der Toten erfolgreich durchquert haben. Hui! Hui! Müssen wir über die Hüpfpilze. Das finde ich gut. Hui! So. Weiter die Baumkrone erklimmen. So, eieiei. Oh, guck mal, zack, schönes Zusammenspiel. Und da ist der nächste Hüpfpilz. Oh nein. Ich finde auch das Schattenspiel auf dem Baumstamm finde ich sehr schön. Auch dieses saftige Grün, wenn der Tag dann richtig im vollen Maße da ist. Ah, herrlich, oder? Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir ganz oben auf dem obersten Striesel des Baumes. Und hier sind auch noch ein paar Treppen. Na komm. So. Und auch hier ist wieder so ein komisches Objekt. Ich frage mich, was das ist. Ja, das hast du dich letztes Mal schon gefragt. Du Affe. Da oben ist eine Schatztruhe. Hallo Vogel. Was ist denn mit dem Vöglein? Komme ich denn nach ganz oben? Tolle Tür. Muss ich die Tür wohl benutzen? Und dann geht es zu dem Teil da hinten, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Wenn sowas im Hintergrund auftaucht und da ist eine Tür, dann geht's meistens dahin. Jo, guten Tag. So. Recht simpel zu erkennen hier die ganze Sache. Kann ich hier schon rauf? Nein, noch nicht so ganz. Ein kleines Stück muss ich hier noch. Na komm. So, schön darüber. Sieht ein bisschen aus wie von Sonic hier, ne? Der Fußboden. Was haben wir hier? Oh, guck mal hier, das ist ja cool. Ja, ich habe doch zwei Würfel. Lass mich da rein. Aufregend hier.
kleines Stückchen. Ach, verdammt. Von hier aus komme ich aber auch nicht weiter. Wenn ich jetzt hier reinklettere, so. Dann so. Dann so. Kacke. Aber ich glaube, dass das richtig war. So. Mit Anlauf. Epic. So, ist hier sonst löscht? Da ist eine Tür an der Seite. Was ist denn dieser Seiteneingang? Huhu, wer ist da? Ah, ich glaube, das kannte ich noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es läuft. Muss ich diese Dinger nachformen? Versuchen wir es einfach mal. Was bedeutet das? Ich erinnere mich nicht. Echt eine Hilfe ist das Ding so gar nicht, oder? Was bauen wir denn jetzt hier nach? Das ist doch ein bisschen trickiger, als ich angenommen habe. Okay. Na komm. So, der dahin. Nee. Nicht so weit. Ja, danke. Der. Ein kleines Stück, genau, dankeschön. Nein! Genau so, danke. So, jetzt kommt der hier. Kommt da drauf. Oh, das wird lange dauern. Wenn ich die alle nachbasteln soll, dann wird das eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Ach, kommt. Echt jetzt? Oh, das ist aber jetzt fiese Kacke. Muss ich wieder alles von vorne basteln, oder was? So. Vorsichtig mit meinem Handeln diesmal. Ich will dann nur den ganz unten rechts einmal nachbauen. Nee, ein bisschen näher. So.
komm. Und der Moment, wo es fertig wird, kommt jetzt. Ist doch fertig hier, ne? Der untere. Das hat ja richtig toll funktioniert. Okay, hat auch funktioniert. Und jetzt ist hier so ein Würfelding. Ich habe ein blaues Würfelding diesmal gefunden. Du hast deinen ersten Anti-Würfel gefunden. Yeah, für jeden Würfel gibt es auch einen Anti-Würfel. Jeder positive Würfel hat auch ein negatives Gegenstück. Anti-Würfel sind viel schwieriger zu finden als normale. So, so. Tja, dann sind wir jetzt hier durch und das war's mit unserem Let's Play für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Rätsel war ja mal ein bisschen knackiger. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Sven von den Neonerds. Ciao!